Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Grundkurs Digital in die Mobilitätswende. Ich habe schon ein paar Namen hier wiedererkannt. Mein Name ist Verena Meyer, ich bin Referentin für digitale Ordnungspolitik in der Heinrich-Böll-Stiftung und wir sehen uns jetzt hier ja schon zum zweiten Mal in der Woche. Am Dienstag ging es auch um Digitalisierung und die Mobilitätswende. Da haben wir uns mit Mobilitätsdaten beschäftigt und wie die den Umwelt, einen, ja, den Übergang quasi in ein umweltfreundlicheres und gerechteres Verkehrssystem ermöglichen können oder unterstützen kann und auch welche Herausforderungen insbesondere mit der Datenbereitstellung, Stichwort Datenschutz, verbunden sind. Und wir werden uns heute mit dem Thema Mobilitätsplattform beschäftigen für ein nachhaltigeres Mobilitätsmanagement und eine bessere Verkehrsplanung. Und dafür haben wir wieder Paul Schneider hier bei uns. Er hat uns schon am Dienstag die Rolle von Mobilitätsdaten und einige Anwendungsbeispiele skizziert. Und er ist auch heute wieder da. Er ist immer noch Researcher des Forschungsbereiches Mobilität und Verkehrspolitik im Wuppertal-Institut und beschäftigt sich dort vor allem mit Intermodalität und On-Demand-Mobilität. Und er ist vor allem der Co-Autor von unserem Papier Digital in die Mobilitätswende, das im Sommer bei uns erschienen ist. Das werden wir gleich auch nochmal in den Chat posten, dann können Sie darauf zugreifen. Genau, Ziel der Veranstaltung heute ist es vor allem, ja, Möglichkeiten kennenzulernen und vor allem auch den Status quo von Mobilitätsplattformen. Wir wollen verstehen, was wir eigentlich für politische Rahmenbedingungen brauchen, um Mobilitätsplattformen sinnvoll einzusetzen. Und das wird uns Paul eben wieder in einem zweiteiligen Vortrag näher bringen. Es gibt danach wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dafür gibt es dann wieder 20 Minuten jeweils nach jedem Vortragsteil. Und die können Sie einfach in den Chat schreiben. Das kennen Sie ja auch schon vom letzten Mal. Oder Sie können die Frage auch gerne live hier bei uns auf der Bühne stellen und dafür schreiben Sie bitte ein T für Ton oder ein V für Video vor Ihre Frage. Dann werden Sie mir entweder per Ton oder auch per Video und Ton zu uns geschaltet. Wir hatten beim letzten Mal schon eine kleine Umfrage gemacht. Das würden wir gerne nochmal machen. Die wird gleich unser Kollege Jason einstellen. Wir wollen nämlich gerne nochmal wissen, wer hier eigentlich dieses Webinar besucht. Also kommen Sie eher aus dem städtischen Kontext, kommen Sie eher aus dem ländlichen Bereich? Was haben Sie eigentlich für einen Bezug zu dem heutigen Thema? Also woher stammt Ihr Interesse an smarter Mobilität und wie schätzen Sie eigentlich das Einsatzpotenzial diesmal von Mobilitätsplattformen ein für die Mobilitätswende? Genau, du kannst gerne die Umfrage einblenden und dann haben Sie einen Moment Zeit, die Fragen zu beantworten. Ach, jetzt bewegt sich hier richtig was. Hälfte hat etwa abgestimmt. Es sieht schon wieder eher städtisch aus, kann ich schon mal vorwegnehmen. Und wir haben viele Leute wieder aus der Wissenschaft und aus der Beratung. Ah, interessant. Und bei den Einsatzpotenzialen sehe ich ein ganz bisschen mehr Skepsis als beim letzten Mal. Ich glaube, Jason, jetzt ist es in Ordnung. Jetzt kannst du es gerne einblenden. Das hatten alle Gelegenheit. Genau, also wir sehen wieder eher Teilnehmende aus dem städtischen Milieu. Die Tätigkeitsbereiche relativ verteilt. Wir haben auch jetzt jemanden aus der Gewerkschaft dabei. Das ist sehr schön. Und genau, die Einsatzpotenziale werden zwar sehr positiv eingeschätzt, aber nicht ganz so positiv wie beim letzten Mal. Das ist interessant, Paul. Das wird mit Sicherheit auch gleich ein Thema sein in deiner Präsentation. Und genau, damit würde ich dir das Wort übergeben. Leg gerne los. Entschuldigung, da war ich gerade beim Bildschirm freigeben, bevor ich das Mikrofon freigeschaltet hatte. Da die kleine Irritation. Ja, natürlich, das ist spannend und zeigt aber natürlich, dass Mobilitätsplattformen nur ein Teil der Möglichkeiten der Digitalisierung für die Verkehrswende sind. Von daher
würde ich dem auf der einen Seite zustimmen und sagen, ja, die Möglichkeiten der Digitalisierung insgesamt sind viel breiter. Aber Mobilitätsplattformen sind heute schon wie eine Art Eintrittskarte, ein Portal zu allem möglichen Mobilität. Also wenn ich aus der Straße, aus der Tür trete und weiß, dass ich nicht nur mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sein werde, dann hole ich mein Smartphone raus und schaue, was ich für Optionen habe, was ich für Möglichkeiten habe. Und deswegen, da wird sich in der nächsten Zeit wahrscheinlich sehr viel ändern. Es gibt Änderungen in der Gesetzgebung und auch in dem, was die Praxisakteure machen. Und deswegen ist für mich das Thema Mobilitätsplattformen ein Herzstück der Mobilitätswende. Da gibt es ganz viele Chancen und auch Risiken. Und deswegen freue ich mich sehr, heute noch mal ein paar Sachen dazu erzählen zu können. Erstmal noch mal einen kurzen Überblick. Wir werden ganz kurz besprechen, was das überhaupt ist, Mobilitätsplattform, Mobility as a Service, welche Vorteile und Risiken das allgemein mit sich bringt und wie der Stand von Praxis und Gesetzgebung ist. Im zweiten Teil wird es dann um Zukunftsszenarien geben und darum eben, wie die Gesetzgebung diese Zukunftsszenarien beeinflussen wird. Wo stehen wir? Was ist das Problem? Ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen. Wenn Sie die letzte Folge nicht gesehen haben, können Sie die auch noch mal nachschauen. Da habe ich es ein bisschen länger erklärt. Aber im Grunde, private Automobilität ist sozial, ökologisch und ökonomisch problematisch, aber sie ist extrem stabil. In den letzten 15 Jahren hat sich die zurückgelegte Distanz mit dem Individualverkehr deutlich erhöht. Öffentliche Verkehrsmittel und Fuß- und Radverkehr haben nicht substanziell hinzugewonnen. Und auch die Anzahl der Autos ist über die letzten Jahre weiter gestiegen. Das heißt, sowohl in der Nutzung als auch im Besitz haben wir ein substanzielles Problem und wir kommen nicht ohne einen grundlegenden Wandel hier weiter. Was gibt es für Alternativen zum motorisierten Individualverkehr? Es gibt die klassische aktive Mobilität, Fuß- und Radverkehr. Aber es gibt auch natürlich den klassischen ÖPNV, Bus, Zug und die ergänzenden Formen, flexiblen Bedienformen, wie zum Beispiel das Anruf-Sammeltaxi. Es gibt klassischerweise auch automobile Fahrdienstleistungen, wie das Taxi oder das Carsharing, das es ja auch schon seit Jahrzehnten gibt, als stationsbasiertes Carsharing. Es gibt klassische Mietwagen, die über einen längeren Zeitraum gemietet werden. Und es gibt aber auch nicht automobile Mobilitätsdienstleistungen, die nicht wirklich klassischer ÖPNV oder Umweltverbund sind. Das ist sowas wie Fahrradboxen und Parkhäuser. Genau. In letzter Zeit sind zu diesen Möglichkeiten einige neue hinzugekommen. 2013 wurde der Fernbusmarkt liberalisiert. Seitdem können wir auch Busse nutzen zwischen Städten. Es sind neue Zuganbieter hinzugekommen, insbesondere FlixTrain ist da zu nennen. Aber es sind auch weitere Sharing-Optionen, gerade jetzt durch die Digitalisierung hinzugekommen. Da sind E-Scooter zu nennen, E-Roller, E-Bikes, aber auch automobile Mobilitätsdienstleistungen. Also das Ride-Sharing, das gab es klassischerweise auch. Die klassischen Mitfahrgelegenheiten, die gab es schon im schwarzen Brett. Aber es gibt immer mehr davon und es ist immer einfacher, die zu nutzen. Es gibt das sogenannte Ride-Hailing heute. Das sind Uber, Bolt und Co. Also im Grunde eine moderne Form des Taxis. Und es gibt das sogenannte On-Demand-Ride-Pooling. Das sind Anruf-Sammeltaxis, die vom ÖPNV organisiert werden und gebündelt Personen befördern, die dadurch insbesondere auf dem Land das ermöglichen, die erste und letzte Meile zu überwinden. Die gibt es aber auch kommerziell in Großstädten. Dazu kommen andere weitere Möglichkeiten, sowas wie das Peer-to-Peer-Carsharing, das heißt, Individuen verleihen ihr Auto an andere Menschen, die gerade kein Auto haben. Da gibt es auch so Beispiele wie Paul Camper, bei dem man nicht mehr jeder sich seinen kleinen VW-Transporter kaufen und ausbauen muss, sondern man eben diese Mobilitätsmöglichkeiten auch sich als Dienstleistung besorgen kann. Wir sehen hier ein riesiges Sammelsurium an allen möglichen Optionen und die meisten Leute haben überhaupt nicht auf dem Schirm, was es da draußen alles gibt, was sie nutzen können und wenn, dann brauchen sie ganz viele Anwendungen und es ist extrem kompliziert, schon allein das Routing, die alle Möglichkeiten ins Routing mit einzubeziehen.
Das heißt, ein wesentlicher Baustein, um Alternativen zum Auto attraktiv zu machen, sind integrierte Mobilitätsplattformen. Eine App, auf der möglichst viele Dinge gebucht werden können. Dabei spricht man von zwei Tiefen der Integration. Das ist einmal die sogenannte flache Integration. Damit ist gemeint, dass eine App genutzt werden kann, um alle Optionen darzustellen, also das Routing durchzuführen. Und es gibt die sogenannte tiefe Integration, da ist auch die Buchung mit integriert. Das heißt, ich kann über meine eine App die Tickets für alle Dienstleistungen buchen. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, ist das überhaupt gut, wenn wir vom Auto auf diese Dinge umsteigen? Oder ist es nicht vielleicht besser, wenn wir uns ein E-Auto kaufen, statt mit Ride-Hailing die Städte noch voller zu machen und zusätzlich zu unserem Auto auch noch Taxis zu nutzen. Die ökologische Bewertung von diesen verschiedenen Verkehrsmitteln ist teilweise ein bisschen schwierig und teilweise ist auch die Datenlage noch nicht gut genug. Aber ich habe versucht, das mal so grob zu klassifizieren, in Gelb, Orange und Grün, Orange und Rot. Klar, ökologisch vorteilhaft sind die aktive Mobilität und der klassische Umweltverbund. Aber es gibt auch eine Reihe von anderen Mobilitätsdienstleistungen, die man relativ eindeutig als ökologisch vorteilhaft bezeichnen kann. Das ist von Ridesharing, also den klassischen Mitfahrgelegenheiten, wo niemand zusätzliche Fahrten antritt, sondern nur weitere Fahrgäste dazugenommen werden, über das E-Bike-Sharing, das Peer-to-Peer-Carsharing und die Fahrradbox, da ist es relativ eindeutig. Ein bisschen schwieriger wird es bei anderen Sharing Angeboten wie zum Beispiel E-Scootern oder E-Rollern. Da sind teilweise kurze Umschlagzeiten, also kurze Lebensdauern der Fahrzeuge ein Problem und dass Menschen vom Fuß- oder Radverkehr auf diese höheren Motorisierungsformen umsteigen. Da ändert sich tatsächlich auch einiges und die Ökobilanzen der E-Scooter verbessern sich deutlich, aber es ist nicht ganz eindeutig, in welche Richtung der Effekt geht. Ja, wichtig ist insbesondere die Frage eben, ob höher motorisierte Verkehrsformen gewählt werden und ob Strom- oder verbrennungsmotorbasierte Verkehrsformen genutzt werden. Deswegen gibt es eine Reihe an Dienstleistungen, wo es auch ein bisschen unklar ist. Erstmal noch ja, das On-Demand-Ride-Pooling als Ergänzung des öffentlichen Verkehrs würde ich auch als ambivalent bezeichnen. Und es gibt eine Reihe, wo es eher negativ ist. Das wären zum Beispiel Taxi oder Ride-Hailing. Da entstehen neben den Wegen, die die Individuen zurücklegen, noch zusätzliche Wege für Anfahrten und Abfahrten. Und auch der klassische Mietwagen sorgt hauptsächlich für mehr Verkehr. Andererseits ist natürlich auch zu sagen, wenn Menschen komplett ohne eigenes Auto leben wollen, gibt es immer Situationen, in denen man auch mal ein Auto braucht. Insofern ist natürlich für Situationen, in denen man akut krank ist, ein Taxi oder ein Ride-Hailing sehr, sehr wichtig und den Mietwagen braucht man auch für einen Umzug, wenn man keinen privaten PKW hat. Deswegen habe ich die als gelb-rot eingestuft. Das ist auch nur eine grobe Kategorisierung, aber man sieht schon, einige davon sind sehr positiv, andere sind vielleicht ein bisschen ambivalent zu beurteilen. Meine Grundaussage wäre, wenn wir es schaffen wollen, das private Auto zu überwinden, brauchen wir einen Mix von sehr vielen verschiedenen Verkehrsmitteln. Und dafür können uns Mobilitätsplattformen weiterhelfen. Welche von diesen Verkehrsmitteln nachher ausgewählt werden, das liegt stark auch an den regulatorischen Rahmenbedingungen. Beim Carsharing, das hatte ich noch vergessen, beim Carsharing würde ich eine ganz ambivalente Ampel hier einbauen, weil es sehr unterschiedliche Forschungsergebnisse gibt. Das stationsbasierte Carsharing führt sehr stark dazu, dass private Pkw abgeschafft werden. Das Free-Floating-Carsharing, also wo man es im Straßenraum abstellen kann, dient tatsächlich häufig oder wird häufig von Menschen genutzt, die gerade kein Auto haben, für die das Auto rein unfunktional ist, weil sie in Großstädten leben oder weil sie es sich gerade noch nicht leisten können. Außerdem nutzen die Leute dort sehr moderne Autos und werden angefixt auf neue Autos. Teilweise ist es eben sehr positiv, negativ. Da gibt es eine gewisse Ambivalenz. Ja, grundlegend kann man zu Mobilitätsplattformen Folgendes sagen. Es geht um die Bündelung verschiedener Mobilitätsdienstleistungen und um das Nutzen statt des Besitzen von Mobilität. Das bietet eine Reihe an Vorteilen. Darunter ist eine komfortable Nutzung für EndkundInnen.
und die Reduktion notwendiger Fahrzeuge. Wenn wir uns vorstellen, es gibt in einer Stadt verschiedene Anbieter für E-Scooter, dann muss jeder E-Scooter-Anbieter eine gewisse Anzahl an Fahrzeugen auf die Straße stellen, damit das für Nutzerinnen und Nutzer praktikabel ist. Wenn jetzt die Nutzerinnen und Nutzer über eine App auf alle E-Scooter-Anbieter zugreifen können, dann ist die Dichte viel höher und die Dichte muss nicht so hoch sein. Das heißt, es sind weniger Fahrzeuge notwendig, wenn anbieterübergreifende Anwendungen zur Verfügung stehen. Es gibt einige Dinge, die potenziell vorteilhaft sein können, die aber nicht eintreten müssen. Das ist sowas wie die Verbesserung des Wettbewerbs, wenn alle Anbieter auf den wichtigsten Plattformen vertreten sind. Dann kommt es zu einer Verbesserung des Wettbewerbs, weil zum Beispiel neue Marktangebote gleich auf ein sehr großes eine große Kundenmenge stoßen können und damit auch zum Beispiel neue Anbieter sich etablieren können. Es kann zu einer deutlichen Senkung der Preise kommen, einfach weil die Konkurrenz höher ist, da die Angebote direkt vergleichbar sind. Und es kann auch zu einer Ausweitung der Angebote im ländlichen Raum kommen. Das hängt auch damit zusammen, dass wenn mehr Nutzer Zugriffsmöglichkeiten auf die Angebote haben und damit die Nachfrage steigt, sich es einfach mehr lohnt, an verschiedenen Orten noch Fahrzeuge aufzustellen bzw. Mobilitätsdienstleistungen anzubieten. Es gibt aber auch natürlich eine Reihe an Risiken und Nachteilen. Das sind zum einen die Netzwerkeffekte. Das bezieht sich im Grunde darauf, auf ein ähnliches Phänomen wie bei anderen Plattformkonzernen. Google, Facebook, Amazon, eBay sind Beispiele dafür, dass online sich häufig einzelne Plattformen durchsetzen und immer größere Marktanteile gewinnen. Wenn das erstmal bis zu einem gewissen Grad fortgeschritten ist, dann ist es für alle Anbieter, die nicht auf dieser Plattform vertreten sind, sehr, sehr schwer, sich am Markt durchzusetzen. Das heißt, der Plattformkonzern bekommt eine Macht über die Anbieter und auch zu einem gewissen Grad über die Nutzerinnen und Nutzer. Denn wenn fa fast alle Angebote nur auf dieser Plattform zugänglich sind, dann muss ich eben auch diese Plattform nutzen. Das kann sich immer weiter hochschaukeln und dazu führen, dass eben ein Monopol oder ein Quasi-Monopol entsteht. Es gibt, wie schon erwähnt, auch das Risiko des Verlagerns. Dadurch, dass andere Mobilitätsmodi einfacher zugänglich werden, kann es zu einer Verdrängung von Fußverkehr, Radverkehr und auch öffentlichen gebündelten Mobilitätsformen kommen und eben zu einem Anstieg motorisierten Verkehrs. Und drittens, wir haben letztes Mal relativ viel über den Datenschutz und die Privatsphäre gesprochen. Wenn eine Mobilitätsplattform oder wenn es nicht mehr so ist, dass verschiedene Anbieter kleine Wissensbestände über eine Person haben, sondern ein Anbieter über sehr viele Personen sehr große Wissensbestände hat, ist das auch ein substanzielles Datenschutzrisiko. Deswegen gibt es oder gleichzeitig gibt es auch eine Reihe von Herausforderungen, die die Mobilitätsplattformen derzeit auch noch verhindern oder einschränken, die Ausbreitung. Das ist zum Beispiel die Kooperation zwischen verschiedenen Anbietern. Meistens möchten die Verkehrsunternehmen einen direkten Zugang zu den Kundinnen und Kunden haben. Die möchten nicht, dass jemand die Angebote über eine Mobilitätsplattform bucht. Einerseits, weil sie dann keine Zielgruppen zugeschnittenen Angebote mehr machen können. Und auch, weil sie Wissen darüber verlieren, wer zum Beispiel welche Verbindung nachfragt. Genau. Das zweite ist eine technische Frage. Viele Unternehmen nutzen verschiedene IT-Lösungen und eine Kooperation ist immer nur dann einfach möglich, wenn die technischen und IT-Voraussetzungen sehr ähnlich sind. Wenn das angepasst werden muss, entstehen Kosten. Und noch eine rein praktische Herausforderung, die Vereinigung von Vielfalt und Übersichtlichkeit. Wenn ganz viele Angebote in einer App angezeigt werden, dann ist es natürlich eine große Herausforderung, die so anzuzeigen, dass Kundinnen und Kunden dann noch eine wirklich gute Übersicht haben. Vor allem, wenn Menschen ja auch sehr verschiedene Präferenzen haben. Manchen ist es wichtig, besonders schnell am Ziel anzukommen, manchen ist es wichtig, besonders günstig unterwegs oder besonders grün unterwegs zu sein. Wie stehen wir bei der Gesetzgebung? Die EU hat das schon sehr lange auf dem Schirm. Ich muss das angesichts der Zeit jetzt deutlich schneller durchgehen als gedacht, aber die EU hat das seit 2010 schon auf dem Schirm. Sie versucht, eine geografische Kontinuität des Transportsystems in ganz Europa hinzubekommen.
und hat 2017 eine Verordnung erlassen, die sehr grundsätzlich regelt, dass Mobilitätsdienstleister Daten über sogenannte National Access Points zugänglich machen müssen in allen Staaten. Alle Staaten müssen diese National Access Points aufbauen, an denen Mobilitätsanbieter Daten zu ihren Mobilitätsdienstleistungen bereitstellen müssen. Allerdings wurde sehr vieles auch nicht geregelt. Und so kommt es dazu, dass diese Dinge in den verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich umgesetzt wurden. Finnland hat beispielsweise eine sehr umfangreiche Gesetzgebung, die ich nachher auch vorstellen werde. Andere Länder sind gar nicht so weit, dass man wirklich Mobilitätsdaten abgreifen kann. Und in Deutschland wurde das Ganze primär im Personenbeförderungsgesetz umgesetzt und über die Mobilitätsdatenverordnung. Das bedeutet, dass Straßenbahnen, Busse und Kraftfahrzeuge, also zum Beispiel Taxis, Daten übermitteln müssen, pro forma, aber andere Dienstleistungen, zum Beispiel Sharing-Angebote oder der Bahnverkehr nicht. Pro forma habe ich gesagt, weil es keine Sanktionsmöglichkeiten gibt derzeit. Außerdem können die Anbieter ihre Daten verstecken und mit sehr komplizierten Lizenzbedingungen belegen, sodass de facto in Deutschland das Teilen von Mobilitätsdaten über den gesetzlichen Weg noch relativ eingeschränkt ist. Was ganz gut ist, ist, dass erste wichtige Schritte in Richtung von Datenstandards unternommen wurden. Ich habe hier nur ganz kurz eine Folie dabei, die zeigt, was das Gesetz vorschreibt. Da sind eben die verschiedenen Arten von Daten aufgeführt, die Formate, die dafür gewählt werden müssen und die Arten, wie sie zugänglich gemacht werden müssen. Ich möchte noch ganz kurz dazu auf eingehen, wo wir heute stehen. Der private Sektor macht hier immer weitere Fortschritte. Ich habe nur das Beispiel FreeNow mitgebracht. Das ist ein Unternehmen des BMW von BMW und Mercedes-Benz. Positiv daran ist zu sehen, dass hier klassische Automobilanbieter in den Bereich der Mobilitätsdienstleistungen übergehen und damit ein anderes Geschäftsmodell möglich wird. Und man sieht auch, die sind in ganz vielen Städten in verschiedenen Ländern unterwegs, haben verschiedenste Angebote in ihrem Portfolio. Beim ÖPNV oder bei den öffentlichen Verkehrsunternehmen sieht das ein bisschen anders aus. Die sind eigentlich immer auf die Verkehrsunternehmen orientiert und in verschiedenen Städten verschieden aufgestellt. Wir haben in unserer Studie uns das ein bisschen genauer angeschaut und hier sieht man nur so grob als kleinen Überblick. Einige Angebote sind integriert, andere Angebote sind nicht integriert. Insgesamt gibt es ein sehr uneinheitliches Bild und es kommt sehr stark darauf an, wie stark sich die Verkehrsunternehmen darum kümmern, wie groß die technischen Kompetenzen sind und was für Strategien gewählt werden. Ich möchte nur noch kurz eine Sache sagen, denn die digitale Integration von Mobilitätsdienstleistungen ist nicht viel wert ohne auch eine physische Integration. Deswegen sollte das immer zusammengedacht werden und Konzepte wie Mobilitätsstationen dazu genutzt werden, um verschiedene Mobilitätsangebote auch räumlich zu verknüpfen und damit eine leichte intermodale Mobilität möglich zu machen. Damit bin ich am Ende des ersten Teils und freue mich auf Ihre Fragen. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Paul. Wir haben noch keine Fragen, aber wir haben eine rege Chatbeteiligung. Und zwar schlägt Dietmar Rauter vor, dass wir eigentlich neben bezahlbaren Lösungen, wie zum Beispiel das 49-Euro-Ticket, eigentlich auch eine bessere Kommunikation mit potenziellen NutzerInnen bräuchten. Er sagt, ideal wäre es, wenn jedes Mal, wenn jemand einen Autoschlüssel in die Hand nimmt, das Handy klingelt und das Mobilitätsbedürfnis abgefragt wird und Alternativen vorgeschlagen werden. Ne? Und er sagt, es gibt positive Beispiele aus dem Kreis Höxter und Paderborn, wo mit einem On-Demand-System mit Kleinbussen du nix schon die Anzahl der möglichen Haltestellen vervierfacht wurde und viele neue NutzerInnen gefunden wurden. Magst du darauf vielleicht nochmal eingehen? Du kennst das Beispiel auf jeden Fall. Ja, also der erste Teil natürlich wäre das aus Nachhaltigkeitsperspektive interessant, wenn wir das schaffen könnten, dass jede Person, die sich einem Auto nähert, alternative Vorschläge gemacht bekommt. Das ist, glaube ich, schwierig, aber es spricht einen Punkt an, den ich beim letzten Mal auch gemacht habe, den Punkt der sogenannten Gamification. Also es können über das betriebliche Mobilitätsmanagement oder das kommunale Mobilitätsmanagement natürlich Apps entwickelt und bereitgestellt werden,
die Menschen darauf hinweisen, was für Optionen es gibt. Es können interessante Spiele daraus gemacht werden. Was ist die einfachste Möglichkeit, dort und dorthin zu kommen? Und somit die Beschäftigung mit Mobilitätsroutinen geweckt werden. Das ist immer so ein bisschen der Hauptknackpunkt. Mobilität ist eine sehr habitualisierte Praktik. Das heißt, man macht meistens einfach das, was man davor schon gemacht hat. Und es sind häufig eben lebensverändernde Entscheidungen oder Situationen, die Mobilitätsroutinen brechen. Ja, wichtig ist es auf jeden Fall, Menschen diese Möglichkeiten aufzuzeigen. Das ist mir auch an mir selbst aufgefallen. Früher bin ich nur mit meinem eigenen Fahrrad unterwegs gewesen und dachte irgendwie, diese Sharing-Bikes, die sind doch Quatsch, die brauche ich doch nicht, ich habe mein eigenes Fahrrad. Und als ich dann irgendwann angefangen habe, das mal auszuprobieren, ist mir aufgefallen, dass damit eine ganz andere Art von Fahrradmobilität möglich ist. Wirklich einfach an den Bahnhof zu fahren, das dort abzuschließen innerhalb von 2 Sekunden und zu meinem Zug zu rennen und danach mich nehmen, mir keine Gedanken mehr darüber zu machen zu müssen. Und auch nicht wieder dort zurückkommen zu müssen, das ist eine große Freiheit. Ich glaube, das ist vielen Menschen, die das nicht probiert haben, überhaupt nicht bewusst, auch wie komfortabel die sind, wie gut gewartet die häufig sind. Das heißt, ich denke, große Kommunikationskampagnen und auch die Möglichkeit, sowas mal umsonst zu nutzen, ist eine sehr gute Möglichkeit. Vielleicht noch als ein Punkt dazu. Ich wohne in Köln. Und hier hat es die KVB geschafft, zum Deutschlandticket noch alternative Mobilitätsdienstleistungen auch dazu zu ermöglichen. Man kann hier die Sharing Bikes von Nextbike 30 Minuten kostenlos nutzen und es gibt auch eine Vergünstigung zum Cambio Carsharing. Ich glaube, gerade über sowas können Verkehrsunternehmen und Kommunen Bürgerinnen und Bürger darauf aufmerksam machen, was es für Möglichkeiten gibt. Vielleicht noch ein letzter Satz. Was ich super fände, wäre, wenn zum Beispiel für Bikesharing-Systeme, die von der öffentlichen Hand getragen werden, es kostenlose Monate gäbe. Einfach einen Monat im Jahr das Ganze kostenlos machen. Ich glaube, es würden sich viel mehr Menschen registrieren, die Möglichkeiten wahrnehmen und im Rest des Jahres würde das auch viel besser laufen und auch weniger, ja, besser genutzt werden und das würde. Danke ja auch für diesen Einblick dann nach Köln. Jetzt kommen hier die Fragen rein. Hier sind mehrere Kommentare noch von Dietmar Rauter. Paul, vielleicht kannst du dir nebenbei mal angucken. Hier sind ein paar Sachen, die, denke ich, auch später noch zur Sprache kommen werden. Etwa hier der Kommentarplattform müssen öffentlich-rechtlich betrieben werden unter politischer Kontrolle. Darauf wirst du ja im zweiten Teil in jedem Fall nochmal eingehen. Dann haben wir noch eine Frage von Zoe Hoffmann. Die fragt, als Beispiel wurde jetzt der private Sektor, ne, Free Now genannt. Was gibt es für Beispiele kommunaler Verwaltung oder vielleicht Partnerschaften zwischen beiden? Und mich persönlich würde auch noch mal fragen, deine Einschätzung interessieren. Wir sehen ja jetzt eigentlich in diesem Geschäft der Plattform trotzdem schon auch vor allem die öffentlich finanzierten Verkehrssysteme. Jetzt haben wir da sozusagen mit Free Now so eine Super-App. Wie schätzt du denn diese Entwicklung in Zukunft ein, auch mit Blick auf Netzwerkeffekte und Machtkonzentration auf Plattformmärkten? Ja, in dem Beispiel gerade auf dieser Folie war es so, dass Free Now einen sehr großen Raum eingenommen hat und die Beispiele der öffentlichen Mobilitätsplattformen sehr klein dargestellt waren. Das lag ein bisschen an der Darstellung, war, glaube ich, ein bisschen unglücklich. Das hätte ich vielleicht ein bisschen anders darstellen sollen. Da waren auf der rechten Seite auch, ich glaube, 6 verschiedene Mobilitäts-Apps von Kommunen und Verkehrsunternehmen aufgeführt. Und die haben im Grunde gezeigt, es gibt eine große Bandbreite. Es gibt einige Städte, die sind relativ weit, die haben schon sehr viele Mobilitätsangebote integriert und oder Verkehrsunternehmen sind es ja vor allem, die diese Plattform hosten. Und es gibt einige, da klappt es noch nicht so besonders gut. Das liegt daran, dass im Moment das eben sehr fragmentiert ist. Gerade kleinere Städte haben oder Mobilitätsunternehmen haben ein Interesse, gerade sich bei großen Städten zu integrieren, also zum Beispiel Tier Mobility, für die gibt es natürlich hunderte oder ganz, ganz viele Städte, in denen die aktiv sind. Und wenn jede Kommune mit einem anderen IT-System an sie herantritt und möchte, dass sie da integriert werden, dann müssen die Softwares, die APIs angepasst werden. Das verursacht Kosten. Und da ist es einfach im Moment so, dass die Vielzahl der Lösungen auf kommunaler Ebene im Grunde eine simple
sowohl technisch simple, organisatorisch simple, als auch von den Kosten her gut zu handhabende Integration verhindert. Und genau, das ist auch im Grunde die zweite Frage, die du noch gestellt hast, Veran. Da werde ich im zweiten Teil auch noch verstärkt darauf eingehen, im Grunde auf die Zukunftsszenarien. Wie wird sich das Ganze entwickeln? Das war ja auch meine Eingangsthese. Da wird es wahrscheinlich Veränderungen geben und wohin die gehen, ist im Moment noch offen. Das werde ich gleich skizzieren. Wunderbar. Dann müssen wir jetzt hier ein paar Fragen zusammennehmen, weil doch relativ viele reingekommen sind. Einmal von Amelie Bierle. Was wären Ihrer Meinung nach die wichtigsten politischen Änderungen, damit alternative Mobilität bzw. Mobilitätsplattformen möglichst schnell attraktiver werden? Und ich würde noch gerne eine Frage von Petra Schwer dazu nehmen. Größte Gruppe im Verkehr sind doch die PendlerInnen. Eigentlich sollte doch diese Gruppe über das betriebliche Mobilitätsmanagement besser informiert und auf die Umstellung auf den Umweltverbund eingestellt werden. Vielleicht magst du dazu auch noch kurz was sagen. Ja, darauf würde ich zuerst eingehen. Ja, definitiv Pendlerinnen und Pendler sind eine sehr, sehr wichtige Gruppe. Da gibt es sowohl auf Bundes- als auch auf kommunaler Ebene auch Bewegungen in die Richtung. Also es gibt zum Beispiel den Pendelatlas, können Sie vielleicht im Nachgang sich mal raussuchen. Das ist eine Plattform, auf der man sich bundesweit informieren kann dazu, wie die Pendelbeziehungen zwischen verschiedenen Orten aussehen. Und auf dieser Plattform wurde oder auf dieser Website wurde auch eine Plattform aufgebaut, das sogenannte Portal Pendlar, über das Kommunen eine einheitliche Lösung für Pendelmobilität in ihrer Region implementieren können. Das heißt, ich als Kommune muss nicht selbst mir überlegen, wie kann Pendelmobilität bei mir organisiert werden. Ich kann einfach eine vom Bund entwickelte Plattform nehmen und es damit ermöglichen, dass Menschen in meiner Region gemeinsam zur Arbeit kommen und eben nicht mehr jeder alleine. Da tun sich im Grunde die Dinge zusammen, also eine zentral entwickelte Lösung, durch die die Kommunen geringere Kosten haben und das nicht mehr weiterentwickeln müssen und auch eben eine weiterentwickelte Plattform haben, wenn jeder nicht jeder sein eigenes Rad erfindet. Ja, wie kommen wir politisch voran? Was ist da das Wichtigste? Auch da würde ich tatsächlich jetzt einfach wieder auf den zweiten Teil verweisen, weil genau darum wird es gehen. Es wird um die zwei zentralen Stellschrauben gehen, die aus meiner Sicht dazu führen können, dass wir hier weiterkommen. Ja, das ist gut. Ich habe hier zwei Fragen, die ich sehr schön finde, die auch bisher noch nicht so zur Sprache gekommen sind. Einmal von Martin Stuber, der fragt, wie ist die Qualität der Arbeitsplätze bei Mobility as a Service Plattform? Also Stichwort Entlohnung, soziale Absicherung, Tarifbindung. Und daran angeschlossen fragt Bettina Mahlert, ob du nicht auch noch mal was zur sozialen Nachhaltigkeit sagen könntest. Denn bisher ging es ja vor allem um ökologische Nachhaltigkeit. Denn dass das derzeitige Verkehrssystem ungerecht ist, war ja auch ein ganz wichtiger Ausgangspunkt in deinem Vortrag. Schön. Ja, definitiv, vielen Dank. Aus der Empirie, die ich gemacht habe, sieht es so aus, dass es sich schon relativ klar in zwei Teile gliedern lässt. Sowohl mit Blick auf die soziale als auch auf die Nachhaltigkeit. Ja, es sind ja beide im Grunde soziale Nachhaltigkeitsthemen, die Entlohnung, Sozialstandards. Es gibt sehr viele Angebote, die von öffentlichen Verkehrsunternehmen tatsächlich selbst beauftragt werden. Also Carsharing tatsächlich nicht so sehr, aber gerade Bikesharing Angebote und Demand-Ride-Pooling Angebote werden häufig von Verkehrsunternehmen getragen und dort sind die Arbeitsbedingungen relativ gut. Ja, die sind sehr stark an die Arbeitsbedingungen in den öffentlichen Unternehmen angelehnt. Bei den privaten ist das ein bisschen verschiedener. Da kennen wir Vorwürfe gegen Uber und Bolt. Zum Beispiel gibt es ja auch einen großen Kampf zwischen den Taxiunternehmen und den Ride-Hailing-Unternehmen, in dem die Taxiunternehmen sagen, dass die Ride-Hailing-Unternehmen viel schlechtere Arbeitsbedingungen bieten und sie ihre Mitarbeiter viel besser schützen, woraufhin Gerichte häufiger geurteilt haben, dass tatsächlich die Geschäftsmodelle und Geschäftspraktiken der Ride-Hailing-Unternehmen
nicht den gesetzlichen Standards entsprechen, woraufhin dann häufig die Ride-Hailing-Unternehmen kleine Aspekte an ihrem Geschäftsgebaren verändert haben, um weiter im Markt bleiben zu können. Also da ist einfach auch gerade, es sind viele neue Angebote und es ist gerade noch ein Prozess des Ausbalancierens zwischen verschiedenen Anbietern im Gange. Ja. Gut, dann haben wir hier noch eine Rückfrage von Clemens Schröder. On-Demand-Ride-Pooling wurde als gelb gekennzeichnet bei dir im Vortrag. Ja. Wenn eben verstärktes, flächendeckendes On-Demand-Ride-Pooling zu Verkehrsnebenzeiten, insbesondere Busse, nahezu ersetzen würde, könnte das zu einer grüneren Einstufung führen? Genau, im Grunde könnte man da auch wieder eine komplette Ampel zeichnen von Rot-Gelb über Grün, weil wenn das wirklich massenhaft genutzt werden würde und ganz viele Menschen damit unterwegs wären, dann könnten sehr große Bündelungen stattfinden. Also ohne Umwege könnten Menschen gemeinsam mit den gleichen Autos fahren. Und das, wenn das elektrische Autos wären, bräuchte man viel weniger Fahrzeuge und es würden viel weniger Kilometer gefahren. Deswegen kann das positiv sein. Gerade in städtischen Kontexten ist die Wahrscheinlichkeit dafür relativ hoch. Allerdings werden dort dann auch vor allem Verkehrsmittel des Umweltverbundes verdrängt. Es kann aber auch genau in die andere Richtung gehen. Also im Moment ist es so, dass On-Demand-Ride-Pooling-Fahrzeuge meistens mindestens, also im Grunde einen Belegungsgrad von ungefähr 1 haben. Also pro gefahrenen Kilometer ist auch ein Personenkilometer gefahren. Das heißt, im Moment ermöglichen diese Angebote zwar eine Mobilität auf dem Land, sorgen aber nicht für eine Reduktion der Kilometer. Auch da ist das Ganze wieder im Grunde komplexer, weil natürlich die gesamte Reisekette angeschaut werden muss. Wenn jetzt ein Kilometer in einem privaten Pkw durch einen Kilometer in einem On-Demand-Ride-Pooling-Service ersetzt wird, dann sorgt der On-Demand-Ride-Pooling-Service-Kilometer häufiger dafür, dass Personen öffentlichen Nahverkehr erreichen. Also wenn ich mit dem Ride-Pooling-Angebot zur Bahn fahre und dann in die Stadt, dann ist es vielleicht sehr positiv, wenn ein Privatautokilometer durch einen On-Demand-Ride-Pooling-Kilometer ersetzt wurde. In anderen Fällen nicht. Da kommt sehr stark darauf an, ob E-Autos genutzt werden. Und eine zentrale Herausforderung bei On-Demand-Ride-Pooling ist das Fahrpersonal. Wir haben im Moment einen extremen Fachkräftemangel, der vor allem auch im Mobilitätsbereich sehr stark zu spüren ist. Wahrscheinlich kennen Sie immer mal wieder eine Durchsage in Ihrem Zug, dass dieser Zug leider entfällt, beziehungsweise am Bahnhof, dass dieser Zug leider entfällt, weil das Personal krank ist und kein anderes zur Verfügung steht. On-Demand-Ride-Pooling braucht sehr viel Fahrpersonal pro Personenkilometer. Und deswegen würde ich sagen, dass der Durchbruch und die substanziellen Fortschritte mit On-Demand-Ride-Pooling erst dann kommen, wenn autonomes Fahren in der Fläche möglich ist. Vielleicht noch ein Satz dazu, da wann das kommen wird, besteht große Verwirrung. Es gibt in Kalifornien schon selbstfahrende Fahrdienste, autonom fahrende Fahrdienste. Da wurden vor ein paar Tagen auch erst wieder wurde ein Anbieter gesperrt, weil es Unfälle gab. Es gibt aber auch sehr gut informierte Verkehrsforscherinnen und Forscher, die sagen, dass das in Deutschland erst in 10, 15 Jahren der Fall sein wird. Also ob das in 2, 3, 5 oder 15 Jahren kommt, steht noch so ein bisschen in den Sternen. Aber dann tatsächlich, wenn autonome Fahrzeuge die Kosten für On-Demand-Ride-Pooling senken, kann das einen sehr, sehr großen Beitrag zur Mobilitätswende leisten und insbesondere eben auf dem Land dafür sorgen, dass die Automobilitätsabhängigkeit, die Privatautomobilitätsabhängigkeit deutlich reduziert werden kann. Schön, danke Paul für die Beantwortung der vielen Fragen. Ich würde gerne noch einen Aspekt ansprechen, den ihr in eurem Papier drin habt, nämlich das Thema erhöhter Energieverbrauch durch IT. Ne, weil wir ja durch die Mobilität, also wir haben ja sehr viel so über Rebound-Effekt und darüber gesprochen, dass natürlich die Digitalisierung so per se jetzt erstmal nicht immer unbedingt nachhaltig ist. Diese verschiedenen Mobilitätsleistungen, datengetriebene Mobilitätsplanung hat ja auch einfach viele technische Komponenten, ne? Wenn Fahrzeuge getrackt werden oder wenn die Routen berechnet werden. Und wie schätzt du den Energieverbrauch der ein
Und lässt er sich so richtig beziffern und was kann man da politisch auch machen? Ja, also das zu beziffern ist tatsächlich ziemlich schwierig. Gerade im Kontext des Papers habe ich dann eine Weile nach Quellen gesucht und bin nicht wirklich fündig geworden dazu, was On-Demand-Ride-Pooling oder andere digitale Mobilitätsdienstleistungen, wie groß der Impact wirklich ist. Insgesamt würde ich davon ausgehen, dass das tatsächlich eine relativ vernachlässigbare Größe ist in diesem Kontext, weil Automobilität mit Verbrennungsmotoren einfach so viel Energie frisst und so schädlich ist. Mit der Energie, die ich aus einem Automotor generieren kann oder die ein Automotor braucht, um ein 2-Tonnen-Fahrzeug die ganze Zeit zu beschleunigen und abzubremsen, damit kann wirklich viel Rechenleistung generiert werden. Vielleicht das so als einen Anhaltspunkt. Der andere ist natürlich, je komplexer die Berechnungen werden, desto größer auch die Rechenleistung. Also wenn gerade beim Routing, wenn ein Routing ganz viele verschiedene Mobilitätsdienstleistungen mit einbeziehen muss und dann auch noch sehr dynamisch sein muss, weil beim Ride Pooling, vielleicht ganz kurz den Begriff nochmal eingeführt, weil der ja noch gar nicht definiert wurde. On-Demand Ride Pooling bezeichnet im Grunde Sammeltaxis des öffentlichen Nahverkehrs und auch teilweise kommerzielle Anbieter, die Fahrten poolen. Also die schauen, wo sind alle Taxis im Moment unterwegs und in welches Taxi kann eine Nutzerin, ein Nutzer mit dem geringsten Umweg befördern. Das bedeutet aber, dass im Grunde jede Minute sich die Routen verändern, jede Minute neu die Daten ins System eingespeist werden müssen und die ganzen Berechnungen neu gemacht werden müssen. Also es können im Grunde keine Teilrechnungen übernommen werden. Dadurch steigt der Daten- und Energiebedarf enorm. Gleichzeitig würde ich aber weiterhin dabei bleiben zu sagen, im Bereich Mobilität Haben wir ist andere es Probleme? eigentlich eine relativ geringe, ja. Okay, ja, vielen, vielen Dank. Dann sind wir, würde ich sagen, ziemlich gut in der Zeit. Dann hast du jetzt wieder 15 Minuten Zeit für den zweiten Vortragsteil und dann gibt es wieder eine Fragerunde. So, ja, den ersten Teil haben wir hinter uns und jetzt geht es zu dem Teil, auf dem wir ja teilweise auch durch die Fragen schon unsere Spannung drauf gezeigt haben, die Zukunftsszenarien und auch eben die Frage, wie muss das gesetzgeberisch begleitet werden. Um da einzusteigen, ist es wahrscheinlich am sinnvollsten, erstmal sich nochmal die Ausgangslage klar zu machen. Wir haben im Moment verschiedene Orte. Und wenn eine Person mobil sein möchte, nutzt sie verschiedene Apps. Da gibt es zum Beispiel die ÖPNV-App, die meistens Busse, vielleicht Züge enthält, teilweise auch zum Beispiel den Zugang zu Rollern oder Bike-Sharing ermöglicht, aber eben nur teilweise. Nutzer jeder Stadt müssen wieder eine eigene App nutzen. Dann gibt es die Deutsche Bahn-App, die viele Leute nutzen, gerade für den Zug. Und es gibt diverse private Apps. Teilweise ermöglichen die es, Mobilitätsdienstleistungen in einer Stadt zu nutzen. Manchmal ermöglichen sie die Nutzung in verschiedenen Städten und manchmal auch für verschiedene Mobilitätsdienstleistungen. Im Grunde haben wir heute einen sehr fragmentierten Zustand. Manche Städte und Regionen haben Mobilitätsplattformen, andere nicht. Manche Angebote sind integriert, andere sind nicht integriert. Und auch manche Plattformen sind tatsächlich gut und intuitiv und andere sind qualitativ nicht so besonders hochwertig. Es ist so, dass dadurch sehr hohe Aufwände entstehen. Jedes Verkehrsunternehmen muss seine eigene Software beschaffen und anpassen, mit den lokalen Busunternehmen schauen zum Beispiel, welche Daten können die bereitstellen. Passt das zu den Angeboten auf dem Markt oder müssen wir die anpassen? Und das erfordert einfach einen sehr, sehr hohen Aufwand. Und jede weitere Mobilitätsdienstleistung, die integriert wird von verschiedenen Anbietern, ist mit einem technischen und organisatorischen Aufwand verbunden. Gleichzeitig haben wir staatliche Förderprogramme, die häufig eben fördern, neue Angebote zu entwickeln, eine neue App zu entwickeln oder
etwas einzuführen, aber ja, dadurch wird einfach das Gleiche vielerorts häufig doppelt und dreifach gefördert. Es gibt aber auch einige Vorteile der Situation. Die Verkehrsunternehmen haben eine sehr große Freiheit und können die Apps an die lokalen Erfordernisse anpassen. Jeder und jede Geschäftsmann und Frau hat die Möglichkeit zu entscheiden, mit wem er oder sie Geschäfte machen will. Und sie haben eine Hoheit über die Daten, die sie produzieren, häufig. Was könnte in Zukunft passieren? Ich habe mal drei grobe Szenarien mitgebracht. Genau, vorhin hatten wir es ja schon von der Gesetzgebung. Es ist auch so, dass im Moment einige Unternehmen, die im Personenbeförderungsgesetz geregelten Daten an den National Access Point, den NAP, der da oben als Cloud dargestellt ist, übermitteln müssen. Und der Datenfluss eben für Mobilitätsmanagement und Forschung genutzt werden kann. Teilweise geben die einzelnen Dienstleistungen auch direkt Daten an das Mobilitätsmanagement oder die Forschung. Genau, wie sieht das erste Szenario aus? Das erste Szenario ist, die öffentlichen Verkehrsunternehmen schließen sich zusammen. Die machen nicht mehr jeder ihr eigenes Produkt, sondern sie schaffen es, sich zusammenzutun, eine sehr gute Plattform zu bauen, diese Stadtplattform so aufzubauen, dass man wirklich in jedem Bundesland die Mobilitätsangebote des öffentlichen Verkehrs nutzen kann und schaffen damit ein so attraktives Angebot, dass auch viele private Mobilitätsdienstleister teilnehmen. Im Moment ist es so, dass sie die allermeisten Menschen deren Angebote nutzen und so könnte es sein, dass sie eine gewisse Datenhoheit bekommen oder eine Geschäftshoheit und andere Unternehmen sich dem anschließen, die öffentlichen Verkehrsunternehmen, die primäre Bezugsquelle für Mobilitätsdienstleistungen bleiben und eben andere Angebote sich dort eingliedern. Ein zweites relativ wahrscheinliches Szenario ist, dass ein Plattformkonzern übernimmt. Heute nutzen ganz, ganz viele Menschen schon zum Routing Google Maps und auf Google Maps werden auch schon Mobilitätsdienstleistungen angezeigt. Man kann darüber Scooter tatsächlich schon buchen, tiefenintegriert und auch die Deutsche Bahn kooperiert. Die Deutsche Bahn gibt ihre Echtzeitdaten heraus an Google das könnte dazu führen, wie ich es vorhin schon skizziert habe, dass eben eine immer größere Marktkonzentration stattfindet und eine private App den Markt übernimmt. Dann gäbe es vielleicht noch öffentliche Mobilitäts-Apps, vielleicht auch noch den DB-Navigator, aber einfach weil es so angenehm und interessant ist, über diese Mobilitätsplattformen zu buchen, würden die anderen Angebote den kürzeren ziehen. Ein drittes Szenario ist eine Verpflichtung aller Mobilitätsdienstleister zur Bereitstellung ihrer Mobilitätsdaten an den National Access Point und die Ermöglichung, dass alle Unternehmen, die Mobilitätsdienstleistungen anbieten wollen oder bündeln wollen, diese Daten bekommen und darüber Routing bereitstellen können. Das würde ungefähr so aussehen, die goldenen Ströme sind die Datenströme, alle Mobilitätsdienstleistungen geben ihre Daten an den National Access Point. Das bedeutet, sowohl das Mobilitätsmanagement und die Forschung als auch die Mobilitäts-Apps wissen, wann es wo welches Mobilitätsangebot gibt und welche Bewegungen stattfinden. Das Ganze sollte noch mit einem zweiten Baustein versehen sein. Der zweite Baustein ist eine Verpflichtung zur Bereitstellung einer Zahlungsschnittstelle. Wenn das eingeführt werden würde und alle Mobilitätsdienstleister auch verpflichtend eine Zahlungsschnittstelle bereitstellen müssen, über die Dritte die Angebote im Nahen ihrer Kundinnen und Kunden beziehen können, würde das bedeuten, dass verschiedene Anbieter Mobilitäts-Apps bauen könnten, mit der alle Angebote zugänglich sind. Das würde bedeuten, dass einzelne marktdominierende Akteure ihre Monopolstellung verlieren würden, weil sie die Anbieter nicht mehr zur Kooperation zwingen könnten und dass auch Kundinnen und Kunden eine wirkliche Wahlfreiheit hätten, zum Beispiel privat, besonders privatsphärekonforme Plattformen zu nutzen oder eine Plattform der öffentlichen Hand und trotzdem auch Zugang zu allen Mobilitätsdienstleistungen zu behalten.
Ja, die so eine Regulierung betrifft, tangiert sehr viele verschiedene Bereiche und deswegen möchte ich kurz Vorteile und Risiken skizzieren. Es gibt eine Reihe von Vorteilen einer solchen verpflichtenden Datenteilung und Bereitstellung einer Zahlungsschnittstelle, sowohl für die Gesellschaft, also wirklich eben im Übergang vom Besitz zum Nutzen fördern, die Fahrzeugschwemme reduzieren und die Forschung und Nutzung, zur Nutzung von Mobilitätsdienstleistungen voranzubringen. Die öffentliche Hand und der Verkehr, öffentlicher Personennahverkehr, würden extrem entlastet, sowohl was ihre Budgets angeht, weil sie nicht mehr so viel in Mobilitätsplattformen investieren müssten, als auch das Personal, wo sie ihre IT-Fachpersonal und ihre Mobilitätsfachpersonal für andere Dinge nutzen könnten, auch in anderen Bereichen der Digitalisierung im Mobilitätssektor. Und es würde eine deutlich höhere Datenverfügbarkeit auch für die öffentliche Hand verfügbar sein, sodass sie zum Beispiel die Auflagen für Mobilitätsunternehmen besser kontrollieren könnten, sodass sie besser entscheiden könnten, wo welche Angebote öffentlicher Mobilität verfügbar sein sollen. Auch für die Wirtschaft gibt es einige Vorteile und Chancen. Klare Standards würden die Kosten senken. Es muss eben nicht mehr in jeder Stadt integriert werden, sondern es gibt allgemeine klare Standards. Es würde zu einer substanziellen Reduktion von Marktmacht dominanter Dienstleister und Plattformen kommen und eine Innovationsförderung. Das habe ich vorhin schon kurz skizziert. Wenn Mobilitäts-Apps alle Angebote anzeigen müssen, die zur Verfügung stehen, darauf komme ich auf der übernächsten Folie kurz zu sprechen, dann würde das dazu führen, dass eben auch kleine Startups, zum Beispiel wenn hier bei mir um der Ecke in Köln ein kleines Startup sich überlegt, eigentlich wäre hier Lastenrad-Sharing was wirklich Sinnvolles, aber wir wollen das nur in dem Stadtviertel anbieten, weil es soll eigentlich nur dazu dienen, zum Supermarkt und zum Baumarkt zu kommen und zurück. Dann haben Sie im Moment, müssen Sie eine eigene App entwickeln, müssen selbst Kunden generieren und dieser ganze Prozess ist eben, hat prohibitive Hürden. Sie können das einfach nicht starten. Wenn andererseits alle Mobilitätsangebote auf einer App zugänglich wären oder auf verschiedenen Apps, und mein Angebot als neues Mobilitätsangebot dort auch verpflichtend mit angezeigt werden muss, dann kann ich dieses Lastenrad-Sharing-Unternehmen gründen und alle Menschen, die hier im Stadtviertel unterwegs sind, sehen sofort, ah, es gibt die Zugangsmöglichkeit und können das auch nutzen, ohne weitere Hürden zu haben. Und auch für die Unternehmen. Im Moment optimieren die ihre Mobilitätsangebote auf Basis ihrer eigenen Kundendaten und vielleicht zugekaufter Daten. Wenn die Mobilitätsdaten allgemein verfügbar wären, der Mobilitätsdienstleistungen, also nicht der Individuen, sondern der Mobilitätsdienstleistungen, dann könnten Mobilitätsunternehmen Angebote auf Basis aller Daten planen und viel genauer wissen, wo noch Bedarfe nach Mobilitätsdienstleistungen sind und wo im Moment eine Überkapazität herrscht. Es gibt auch eine Reihe Nachteile und Risiken. Öffentliche Verkehrsunternehmen würden wahrscheinlich ihre lokal dominante Stellung und den direkten Kundenkontakt verlieren. Außer es würde sich eine Plattform der öffentlichen Hand durchsetzen, beziehungsweise als eine der dominanten Plattformen bestehen bleiben. Gibt das Risiko einer Abwanderung von öffentlichem Personennahverkehr und auch von aktiver Mobilität in automobilitätsbasierte Dienstleistungen. Und für Mobilitätsdienstleister, ja, die Konkurrenz erhält einen direkten Einblick in die Geschäftsstrategien und derzeitige Entwicklung bei Konzernen. Das ist natürlich ein sehr sensibles Feld. Am Anfang entstehen Kosten für die Umstellung. Alle müssten einmal auf einen einheitlichen Stand gebracht werden. Im Anschluss wären die Kosten deutlich geringer. Etablierte Anbieter verlieren den Wissensvorsprung. Heute hat natürlich der Deutsche Bahn zum Beispiel einen sehr großen Wissensvorsprung und kann dadurch verhindern, dass neue Zuganbieter auf der Schiene starten. Wenn dieser Wissensvorsprung den Wissensvorsprung verlieren würden, würde es einfach einen deutlich größeren Wettbewerb geben. Und auch dort droht der Verlust des direkten Kundenzugangs. Für die Allgemeinheit besteht ein gewisses Risiko, dass Mobilitätsdienstleistungen verschwinden. Zum Beispiel
Das scheint nicht ganz zusammenzupassen. Das muss ein Vorteil sein. Auf jeden Fall, genau, ein großes Risiko ist eben im Mitblick auf die Ökologie, dass die Zugänglichkeit von Mobilitätsdienstleistungen einfach dazu führt, dass mehr Ride-Hailing zum Beispiel genutzt wird. Allerdings muss man dazu sagen, das Risiko besteht so oder so, ne? Das ist das, was ich am Anfang meinte. Wir sind gerade in einem Umbruchsprozess. Google Maps zum Beispiel wird immer dominanter. Die privaten Akteure sammeln immer mehr Plattformen, immer mehr Akteure zusammen, um größere Plattformen zu entwickeln. Und die Frage ist im Grunde, wie schaffen wir es, dass der ÖPNV sich halten kann und dass es nicht eben zur Dominanz eines Plattformkonzerns kommt? Damit das Ganze wirklich gerecht und sinnvoll ausgestaltet wird, ist ganz wichtig, sind die Spezifikationen ganz wichtig. Das erste ist, dass technische Details und Verantwortlichkeiten durch einen Stakeholder-Dialog zu klären sind. Also die Politik und auch die Forschung kann alleine nicht klären, was ein optimaler Datenstandard ist und wie die Geschäftsbeziehungen zwischen den Akteuren geregelt werden müssen. Da müssen alle mit einbezogen werden. Es muss wirklich Non-Compliance bestraft werden. Im Moment ist es so, dass Mobilitätsanbieter, die ihre Daten nicht an den National Access Point liefern, nicht bestraft werden und deswegen nur ein ganz kleiner Bruchteil der eigentlich bereitzustellenden Daten zur Verfügung steht. Es muss eine Diskriminierungsfreiheit sichergestellt werden. Das heißt, Kundinnen und Kunden, die zum Beispiel sagen, ja, ich möchte Scooter-Sharing nutzen, sollten alle Scooter-Sharer angeboten bekommen. Genau dadurch könnte eben die Marktmacht gebrochen werden. Es muss eine Unterstützung der Verkehrsunternehmen geben und gewisse Übergangsfristen, damit wirklich alle dem auch nachkommen können. Und mit Blick auf Datenschutz ist eben wichtig, dass die Fahrzeug-IDs nicht mit einbezogen werden. Wenn die Fahrzeug-IDs mit einbezogen werden, kann mit statistischen Modellen, können Individuen in ihre Mobilitätsroutinen teilweise rekonstruiert werden. Je größer und kontinuierlicher der Datensatz, desto höher das Risiko. Und bei so einer Art von Datensatz, wenn wirklich alle Mobilitätsdienstleistungen ihre Informationen bereitstellen müssten, wäre das Risiko sehr hoch. Ein Aspekt, der zu prüfen ist, ist eben die Frage, welche Verkehrsmittel sollten wirklich mit einbezogen werden in solche Mobilitäts-Apps. Ist es wirklich sinnvoll, Ride-Hailing hier auch mit einzubeziehen? Das sollte eben nochmal vertieft geprüft werden im Zuge so einer Gesetzgebung. Und ein anderer wichtiger Aspekt wäre zum Beispiel noch die CO2-Emissionen der verschiedenen Fahrtoptionen anzuzeigen, sodass Kundinnen und Kunden auch zum Beispiel wählen können, ich möchte nicht die kürzeste oder günstigste Route, sondern die mit den geringsten Emissionen. Man kann sagen, dass heute sind Nahverkehrsunternehmen noch die Ankermobilität, aber die Digitalisierung ändert hier vieles und es gibt ein sehr großes Risiko durch Netzwerkeffekte. Deswegen würden wir sagen, die Gesetzgebung in Finnland ist ein sehr großes Vorbild und kann dazu führen, dass wir vom Nutzen zum Besitzen kommen und einfach zugängliche Mobilitätsoptionen möglich werden. Ich habe versprochen, noch einen kurzen Ausblick auf die Gesetzgebungsprozesse zu geben. Im Moment, das haben vielleicht einige schon von Ihnen mitgekriegt und Veran hat das bei der letzten Sitzung auch kurz angesprochen, wird das sogenannte Mobilitätsdatengesetz vorbereitet. Der Referentenentwurf liegt vor und das Mobilitätsdatengesetz soll die Bereitstellungspflichten für Mobilitätsdienstleister bündeln. Im Moment das habe ich vorhin schon gesagt, ist das im Personenbeförderungsgesetz geregelt und Teile sind auch in anderen Gesetzen geregelt, zum Beispiel zur Verfügbarmachung von Parkplatzdaten. Das soll alles in einem Gesetz geregelt werden und es soll verpflichtend gemacht werden. Das heißt, alle Mobilitätsdienstleister sollen wirklich verpflichtend Daten einfügen und die auch verpflichtend verfügbar machen. Im Moment laut Referentenentwurf mit einer sehr großen Lizenz, dass alle Menschen die herunterladen können, sogar ohne Registrierung und die Daten auch weiter bearbeiten, verarbeiten, kommerziell nutzen dürfen. Was sehr positiv ist, prinzipiell, wo es aber auch gewisse Risiken gibt, da gibt es Stellungnahmen zum Beispiel vom Branchenverband der Digitalbranche Bitkom und von der Deutschen Bahn,
die das kritisieren. Wichtig ist, dass das Mobilitätsdatengesetz einerseits dazu führen soll, dass die Datennutzer den Datengebern mitteilen können, wenn es Probleme mit den Daten gibt, was zu einer hohen Datenqualität führen kann, und auch, dass eine Non-Compliance, also eine Nichtbeachtung der Gesetzgebung, im Zweifelsfall mit Bußgeldern sanktioniert werden kann. Also wenn Unternehmen schlechte Daten bereitstellen oder gar keine Daten bereitstellen, dann kann das mit Bußgeldern geahndet werden. Gleichzeitig gibt es eine Reform der MMTIS-Verordnung. Das ist auf europäischer Ebene die Richtlinie zu multimodalen Transportsystemen. Das ist auf EU-Ebene die zentrale Richtlinie. Und die wird dazu führen, dass so europaweit in Zukunft statische und dynamische Mobilitätsdaten geteilt werden müssen. Ich hatte beim letzten Mal kurz den Unterschied skizziert zwischen statischen Mobilitätsdaten, die sich nur periodisch ändern, und dynamischen Mobilitätsdaten, die sich in kurzen Zeiträumen ändern. Die MMTIS-Richtlinie stammt von 2017 und damals waren eben nur statische Daten drin. Jetzt sollen auch dynamische Daten verpflichtend dabei sein. Es werden auch, wird auch die Bereitstellung von neuen Datentypen, zum Beispiel zum Thema Fahrradparken und Barrierefreiheit, in Zukunft verpflichtend sein. Und dabei gibt es verschiedene Übergangsfristen, teilweise bis Ende 2025, teilweise bis 2026. Teilweise können die Länder auch selbst entscheiden, bis wann die Übergangsfristen laufen. Was wichtig ist, ist, dass die Daten nicht zwangsläufig kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollen, sondern dass eine angemessene Vergütung der Datengeber verlangt werden kann. Und das kann sehr weit interpretiert werden. Da ist die Frage, wie das umgesetzt wird, ob wirklich faire und geringe Tarife angesetzt werden oder ob das überhaupt sinnvoll ist. Weil sobald Tarife zu zahlen sind, ist die Frage, wonach richtet sich das? Richtet sich danach, wie kommerziell rentabel diese Daten genutzt wurden? Und es müssen eben neue Geschäftsbeziehungen etabliert werden. Das heißt, ein Datenteilen umsonst wäre viel einfacher machbar. Dann müssten allerdings vielleicht die Datengeber von staatlicher Seite kompensiert werden, weil es tatsächlich doch ganz schöne finanzielle Aufwände bedarf, die Schnittstellen dafür zu pflegen. Und es gibt noch einen zweiten wichtigen Baustein, die sogenannte MDMS-Richtlinie. Die dient dazu, das Ticketing zu vereinheitlichen. Also auch auf europäischer Ebene wird daran gearbeitet, das Ticketing zu vereinheitlichen, sodass Mobilitätsdienstleistungen auch über Dritte gebucht werden können. Das Ziel ist, das ist jetzt ein Zitat, to ease the access to all mobility products, making it possible for end users to book and pay for tickets seamlessly. Das heißt, Endnutzerinnen und Nutzer sollen Tickets buchen können, ohne Plattformwechsel zu bemerken. Das wäre ein sehr großer weiterer Schritt einfach für die tiefen Integration. 2021 wurde diese Richtlinie angekündigt. Eigentlich war der Beschluss für 2023 geplant. Seit längerem gibt es dazu keine wirklichen Infos mehr. Ich habe durch ein Gespräch mit einer Praxisakteurin erfahren, dass die Reform jetzt auf 2024 verschoben ist auf europäischer Ebene. Das kommt ein bisschen ins Gehege mit den Europawahlen, die dann kurz danach stattfinden. Deswegen kann fast davon ausgegangen werden, dass diese Ticketing-Richtlinie nicht mehr vor der Europawahl umgesetzt wird. Und deswegen sollte Deutsch oder ist es auf jeden Fall ratsam, wenn Deutschland da einen Schritt vorangeht. Im Entwurf zum Mobilitätsdatengesetz steht, dass man sich sehr eng an den europäischen Richtlinien orientieren will. Und deswegen ist die derzeitige Reform der MMTIS-Richtlinie hier sehr wichtig. Es wäre ein zentraler Schritt, wenn man mit dem Ticketing nicht auf die EU wartet, sondern da auch schon national vorangeht. Ich habe noch ein Mini-Fazit, Mini-Zusammenfassung. Mobilitätsplattformen bieten ein Riesenpotenzial für die Transformation des Mobilitätssystems. Lokale Lösungen sind aber in der Digitalisierung weder effizient noch effektiv.
Und deswegen ist das Subsidiaritätsprinzip, also das Vorgehen in Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünden, Bundesländern und Staaten, Nationalstaaten, nicht so sinnvoll. Am besten ist eine Lösung auf EU-Gesetzgebungsebene, aber da das noch eine Weile sich hinzieht, sollte Deutschland da vorangehen und ein Mobilitätsdatengesetz umsetzen, mit dem der National Access Point wirklich zu einer zentralen Drehscheibe für Mobilitätsdaten wird. Wenn Sie sich den National Access Point mal anschauen wollen, suchen Sie nach der Mobilität. Die Mobilität ist der National Access Point und dort können auch Sie als Endnutzerinnen und Nutzer oder Mobilitätsunternehmen ganz viele verschiedene Mobilitätsdaten runterladen. Genau, damit bin ich am Ende von dem Vortrag, möchte aber noch eine Information nachschießen. Beim letzten Mal war eine der Fragen, die danach, wie Kommunen im Themenfeld Digitalisierung voranschreiten können, ob man da vielleicht Kickoff-Workshops oder sowas in der Art machen könnte. Ich würde da ganz kurz Werbung machen für eine Veranstaltung des Deutschen Instituts für Urbanistik. Anfang Dezember, 4. und 5. Dezember, wird das Deutsche Institut für Urbanistik einen Workshop für Kommunen anbieten, in dem sie die Möglichkeit haben, sich im Thema Digitalisierung und Mobilität fortzubilden und Anregungen für ihre eigene Umsetzung zu bekommen. Vielen Dank, Paul. Ich habe den Link auch gleich mal in den Chat gepostet. Ja, das war, fand ich jetzt gerade noch mal sehr spannend, auch diese verschiedenen Szenarien zu sehen. Wir haben jetzt noch ein paar Meldungen. Wir haben eine, die noch an den letzten Teil anschließt. Die würde ich gerne noch mal rannehmen. Und wir haben auch zwei Wortmeldungen von Personen, die wir dann hier live auf die Bühne holen würden, wenn sie jetzt sagen, oh Gott, bloß nicht mit Video, dann bitte noch ein kurzer Einwand über das F&A-Tool, aber ansonsten würden wir sie jetzt hier hochholen oder zumindest den Ton freischalten. Genau, also wir haben einmal noch eine Frage von Sabine Gerbersdorf vom Forschungsministerium in Baden-Württemberg. Pendler, danke für den Hinweis, gibt es in vielen Orten noch nicht, zum Beispiel in Stuttgart. Woran liegt das? Wie ermutigt man die Gemeinden, Städte dazu und kann man Effekte mittels Pendler bereits oder überhaupt messen? Und Amelie Birle hatte ja auch eine Frage gestellt zu den politischen Änderungen für alternative Mobilität. Wenn da nochmal eine Rückfrage ist, gerne nochmal über das F&A-Tool. Ja, zu Pendler. Ich bin darauf immer wieder darüber gestolpert im Zug verschiedener Recherchen, einfach aufgrund der Daten, die es dort über Pendelbeziehungen gibt. Ich weiß nicht genau, also ich hatte keinen Kontakt mit den Akteuren dahinter. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, wo das umgesetzt wird und wo nicht. Ich glaube, da wäre ein erster Schritt, einfach direkt auf sie zuzugehen. Die sind bestimmt daran interessiert, weitere Kommunen zu gewinnen oder auch vielleicht Kommunen anzusprechen, die das schon nutzen und mal herauszufinden, wo da vielleicht die Hürden waren. Ich würde mir vorstellen, dass es relativ leicht ist, das zu implementieren. Und die Frage eher ist, wie populär bekommt man das? Weil ja, beim Ride Pooling geht es ja immer darum, ein gewisses Angebot erstmal zu schaffen. Wir müssen es erstmal schaffen, dass ganz viele Leute Fahrten anbieten, damit es überhaupt Menschen Angebote finden, auf die sie zugreifen. Im Grunde ist das auch ein zentraler Aspekt von den Mobilitätsplattformen oder von dieser Art der Gesetzgebung, die wir suggerieren, weil sie es eben ermöglichen würde, dass neue Angebote schon gleich auf eine riesige Nachfrage treffen. Also wenn wir jetzt diese allgemeine Mobilitätsplattform hätten, die über den National Access Point betrieben werden, dann könnte Stuttgart ein Angebot für Pendler einstellen und jede Person, die von Vaihingen oder Leinfelden-Echterdingen in die Stadt fahren möchte, würde neben den Angeboten des ÖPNV auch die Angebote auf Pendler direkt angezeigt bekommen. Und von daher würden natürlich die Menschen, die von Leinfelden-Echterdingen in die Stadt reinpendeln, viel schneller Mitfahrerinnen und Mitfahrer finden. Da zeigt sich im Grunde der enorme Vorteil davon, wenn die Mobilitätsangebote gebündelt bereitgestellt werden und eben gerade auch das private Teilen von Mobilitätsdienstleistungen dadurch viel einfacher werden würde. Wunderbar, vielen Dank. Dann würden wir mal Petra Schwer jetzt auf die
hier zu uns holen. Das kann einen Moment dauern. Dann können Sie gerne Ihre Frage stellen. Ich muss wahrscheinlich noch den Ton freischalten. Sie sind jetzt eigentlich freigeschaltet, Frau Schwer, und können gerne loslegen. Wir hören nämlich noch nichts. Okay, dann scheint hier ein technisches Problem vorzulegen. Dann würde ich Sie bitten, dass Sie vielleicht Ihre Frage einfach über das F&A-Tool schreiben. Und dann würden wir die nächste Meldung von Dietmar Rauter rannehmen. Hört man mich? Ja. Okay, ich will mal provozieren. Ich sage mal, es gibt kein Recht auf unbegrenzte private Mobilität. Wir sind in der Klimakatastrophe. Wir müssen sehen, was geht und was nicht geht. Und wenn wir da die private Mobilität, insbesondere das Autofahren, was ja auch viel Geld kostet für die Autobahn, einschränken wollen, dann müssen wir ein vernünftiges Angebot machen, um die Daseinsfürsorge für die Mobilität, die notwendig ist, zu gewährleisten. Das ist eine öffentliche Aufgabe und ich bin Schleswig-Holsteiner und bin zurzeit durch verschiedene Probleme, sei es im Schienennetz, sei es durch die Anbieter der einzelnen Verkehrsunternehmen, schwer geplagt, weil wir feststellen, dass die einzelnen Verkehrsunternehmen, insbesondere die B-Regio, die weitgehend aus dem Betrieb hier ausscheidet, nicht in der Lage ist, die Aufgaben, die es vom Land übernommen hat, zu erfüllen und Züge reihenweise ausfallen und Schienenersatzverkehre grottigster Art stattfinden. Deshalb meine ich, dass es eine Aufgabe des Landes ist, das ja auch weitgehend diese Verkehre bezahlt, auch die Städte bezahlen das ja auch, diese Mobilitätsplattform zu erstellen und wirklich auch zu betreiben. Das muss in öffentlicher Hand sein. Und im Betreiben dieser Mobilitätsplattform, wenn ich sage, am Anfang habe ich ja gestern schon gesagt, man muss, bevor man den Autoschlüssel in die Hand nimmt, schon wissen, wie man sozusagen zu seinem Ziel kommt, dann bekommt man ja die Daten, wo von Leute von A nach B müssen. Und dann bekommt man auch eine bessere Datenbasis, die das dann ermöglicht, dass diese Verkehre dann auch stattfinden. Ich bin hier im Kreis Rendsburg-Eckernförde und man hat vor 2 Jahren versucht, einen 2-Stunden-Takt über viele Dörfer hinzukriegen. Und was ist dabei rausgekommen? Leere Busse ohne Ende. Und das hängt damit zusammen, dass diejenigen, die die Daten erhoben haben, die da Prognosen gemacht haben, wo sie dann alle Bushaltestellen einrichten wollen und so weiter, eben nicht die privaten Bedürfnisse kannten. Und das kostet unglaublich viel Geld jetzt, das wieder neu umzustellen. Also das muss vom Land aus gesteuert werden und das Land muss das mit den anderen Mobilitätsplattform vermitteln und es geht nicht in privater, es muss in öffentlicher Hand bleiben. Es ist Daseinsfürsorge. Danke, Herr Rauter, für den, Kommentar. Paul, magst du noch mal darauf reagieren? Im Grunde würde ich, also ich würde sehr vielem davon auf jeden Fall zustimmen. Gerade dem, dass es eben auf Landes- oder Bundesebene bestenfalls geregelt werden sollte. Es bringt nichts, wenn wir ganz viele verschiedene Plattformen haben, wo überall das Rad neu erfunden wird, weil das eben sehr viel Geld kostet und technisch aufwendig ist und uns nicht voranbringt. Da würde ich sehr zustimmen. Und ich würde auch dem zustimmen, dass dort staatliche Gelder bereitgestellt werden sollten, um den Verkehrsunternehmen zu helfen. Ich würde allerdings sagen, dass die zentrale Stellschraube der gesetzliche Rahmen ist, wer welche Daten zur Verfügung stellen muss. Weil wenn wir das nicht regeln, dann sehe ich eine sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit, dass eben eine private Mobilitätsplattform sich durchsetzen wird. Also
Ja, die Menschen in meinem Bekanntenkreis, die nicht so besonders grün eingestellt sind, die nutzen Google Maps. Also andere nutzen noch Verkehrsunternehmen, aber ganz viele nutzen Google Maps und da bildet sich eine Dominanz heraus, die dazu führen kann, dass der ÖPNV einfach seine bisher dominierende Stellung im Bereich Mobilitätsdienstleistungen verliert. Das wäre fatal für die öffentliche Mobilität und dann würde es auch viel teurer werden, wenn immer größere Anteile durch die Privaten übernommen werden würden. Deswegen glaube ich, um da eine gute Wettbewerbschance für den öffentlichen Verkehr sicherzustellen, sollte es hier Pflicht zum Datenteilen geben. Und noch vielleicht einen Satz eben, die wirklich ökologisch, ökonomisch sinnvoll oder die ökologisch sinnvollen und sozial gerechten Mobilitätsdienstleistungen, ja, die werden von der öffentlichen Hand erstellt und bezahlt. Auch die Bike-Sharing-Systeme, die zum Beispiel günstig und damit auch sozial zugänglich sind, werden von der öffentlichen Hand subventioniert. Ich glaube, es ist ganz zentral, die Zugangshürden zu senken, damit mehr Menschen das nutzen und öffentliche Verkehre damit rentabler werden. Und eben im Vergleich zum privaten Auto deutlich häufiger genutzt werden. Ja, danke, Paul. Ich fand, du hast jetzt eigentlich auch so ziemlich gut abgerundet. Das war wirklich jetzt ein gutes Schlusswort. Wir haben ganz viel gelernt über Nachhaltigkeit von Mobilitätsdienstleistungen, Mobilitätsplattformen, verschiedene Szenarien von dir skizziert bekommen und vor allem auch ganz konkrete Policy-Empfehlungen. Vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank auch an das Publikum für die rege Beteiligung. Tut mir leid jetzt mit der Frage, dass das irgendwie technisch nicht geklappt hat. Sollten Sie die Frage noch gerne an uns stellen wollen, schicken Sie die gerne an die Mailadresse. Wir leiten die weiter. Und genau, Sie erhalten von uns dann noch die Präsentation kommende Woche und die Mitschnitte. Und wir möchten gerne noch mal Werbung machen, weil das ganz gut anschließt. Nächste Woche Mittwoch findet ein weiterer Grundkurs zum Thema Open Data statt, der wahrscheinlich hier auch so ganz gut anschließen könnte und vielleicht einige Personen interessieren könnte. Und ganz zuletzt würden wir noch mal gerne die letzte Frage einblenden, um noch mal von Ihnen eine Einschätzung zu kriegen. Wie finden Sie denn eigentlich hier diese Länge mit 75 Minuten? War das jetzt genau richtig? War das ein bisschen zu lang oder zu kurz? Ist ja auch schon spät. Genau, das wäre noch mal klasse, wenn Sie da kurz antworten könnten. Wunderbar, haben fast alle abgestimmt. Okay, dann würde ich es jetzt an der Stelle schließen. Die meisten sagen genau richtig, aber ja, ein paar auch etwas zu kurz. Paul, vielleicht können wir da ja Abhilfe schaffen, indem wir nochmal das Paper von dir rumschicken. Ja, vielen Dank nochmal und einen schönen Abend allerseits und bis zum nächsten Grundkurs.